Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich möchte in diesem kurzen Video ganz kurz mit dir arbeiten, damit du zur Ruhe kommen kannst. Ich fühle in dieser Zeit, wie viele Menschen einfach ihre Ruhe brauchen, denn diese Zeit ist manchmal sehr chaotisch und energetisch anstrengend. Auch wenn wir jetzt natürlich positive Ereignisse erleben, energetische Ereignisse, wir sind wirklich auf einem guten Weg. Die geistige Welt sagt uns immer wieder, sie sind sehr, sehr zufrieden und begeistert mit unserer Entwicklung. Sie haben nicht erwartet, dass wir so schnell erwachen und das Licht in uns finden. Trotzdem erleben wir hier in unserem Alltag auch schwierige Situationen, denn unsere Chakren reinigen jetzt verstärkt in dieser Zeit. Sie verbinden sich mit den Planeten unseres Sonnensystems und sie geben jetzt so schnell wie möglich ihre alten Programme ab. Und das fühlen wir. Wir fühlen sehr oft die Müdigkeit. Ich weiß es nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht. Ich fühle sehr oft diese Müdigkeit. Und dann probiere ich mich zumindest für 5 Minuten hinzulegen oder einfach mit der Arbeit aufzuhören und mir die Zeit zu nehmen. Ich probiere auch immer wieder rauszugehen, wenn ich das schaffe. Und die Zeit zum Rausgehen wirklich in meinen Alltag zu integrieren. Denn die Pflanzen können uns wunderbar unterstützen. Sie schwingen so hoch und sie schenken uns ihre lichtvolle Kraft. Und dadurch, dass ich eben fühle, wie viele Menschen in dieser Zeit ja sehr große Herausforderung erleben, wollte ich, dass wir einfach in diesem Video oder in der Zeit des Videos wollte ich ja zumindest für kurze Zeit mit euch in eine Affirmation eintauchen, um die Ruhe in uns wiederzufinden, damit wir uns ein paar Minuten die Zeit nehmen, in die Kraft der Worte einzutauchen, in die heilende Kraft der Worte und einfach ein paar Minuten bei sich zu bleiben. Es muss nicht lange dauern, denn die Frequenz, die lichtvolle Frequenz der Worte ist hochschwingend und auch die Heilkraft, die zu uns im Hier und Jetzt strömt, ist unglaublich groß. Wir müssen nicht stundenlang meditieren. Wir haben in dieser Zeit sofortigen Zugang zu der Lichtwelt und zu den Lichtwesen. Es gibt keine Grenzen mehr. Wir haben unendliche Möglichkeiten. Und dadurch, dass ja, die ganze Kraft in unserem Herzen liegt, habe ich eine Affirmation von meinem Buch ausgesucht, eben Affirmation für den Kontakt mit dem Herzen. Ich würde jetzt diese Affirmation langsam vorlesen. Und du kannst sie entweder nachsprechen oder einfach mithören, das reicht auch. Die Worte werden deine Seele, deinen Geist und deinen Körper erreichen, aber vor allem dein Herz. Und wenn du es möchtest, dann kannst du dich einfach jetzt ganz kurz hinsetzen, einfach kurz zu dir kommen, im Hier und Jetzt. Und tief ein- und ausatmen, um zu dir zu kommen. Und ich werde dir diese kurze Affirmation vorlesen, damit du mit deinem Herzen kommunizieren kannst. Denn wenn du mit deinem Herzen kommunizierst,
dann bist du mit allen liebevollen und positiven verbunden. Denn unser Herz ist der Schlüssel für alle Möglichkeiten, die auf uns warten. Also jetzt kannst du einfach deine Augen schließen und ich lese die Affirmation vor. Im Hier und Jetzt trete ich in liebevollen Kontakt mit meinem Herzen. Im Hier und Jetzt trete ich in Kontakt mit der Intelligenz meines Herzens. Im Hier und Jetzt schenke ich meinem Herzen und jede meiner Herzzellen Dankbarkeit. Im Hier und Jetzt segne ich mein Herz und jede Zelle meines Herzens. Ich aktiviere durch meine Absicht meine kristalline und lichtvolle Herzenskraft. Ich aktiviere durch meine Absicht meine göttliche Herzenskraft. Ich aktiviere durch meine Absicht meine Kommunikationsfähigkeit mit den positiven, liebevollen Lichtwesen. Die lichtvolle Kraft meiner Dankbarkeit verstärkt meine Absicht und öffnet alle göttlichen Räume meines Herzens. Danke, danke, danke. Und wenn du noch möchtest, dann kannst du deine Hände zu deinem Herzen legen und segne dein Herz. Segne den Zugang zu dir selbst und Zugang zum Universum. Und wenn du es möchtest, dann sagst du noch: Ich segne die lichtvolle Kraft meines Herzens. Ich segne die lichtvolle Zukunft. Ich segne meine Gegenwart. Ich segne meine Zukunft. Ich segne das Licht in mir. Ich bin Licht. Ich bin Licht. Ich bin Licht. Danke, danke, danke. Und gehe noch einmal bewusst in den Kontakt mit deinem Herzen und bedanke dich bei deinem Herzen für seine Arbeit,
und für seine lichtvolle Arbeit. Und nun öffnest du wieder deine Augen. Und sehe das Licht, was sich um dich herum befindet. Das Licht ist überall sichtbar. Du hast dich sichtbar gemacht für die lichtvolle Welt. Vielleicht kannst du nun durch das Licht in dir lichtvoller durch deinen Alltag gehen. Und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen in deinem Alltag und ich konnte dir auf deinem Weg zu den lichtvollen Räumen helfen. Ich freue mich, dich bald wieder zu sehen. Wir sind verbunden, deine Paulina.